Willkommen zum Beispielvideo zur quadratischen Ergänzung. Kurze Wiederholung dazu. Man nutzt die quadratische Ergänzung, um quadratische Funktionen von der allgemeinen Form in die Scheitelpunktform umzuwandeln. Immer 3 bzw. 4 Schritte. Wenn vorm x² ein Faktor steht, den erst überall ausklammern. Dann b bestimmen, das ist immer die Zahl vor dem x. Dann ausrechnen, was ist b halbe zum Quadrat. Dann einmal diesen Wert hier hinzufügen, den ihr herausgefunden habt. Und den Wert einmal abziehen. Und dann nutzt ihr die binomische Formel, um das Ganze dann in die Scheitelpunktform zu bringen. Wir legen los mit den Beispielen. Ganz wichtig, versucht die erst selber zu lösen und schaut euch dann diese Lösung an. So lernt ihr nämlich am meisten. Wir starten hier oben. Also Schritt Nummer 1, b bestimmen. B, Zahl vor dem x, also 2. 2 zum Quadrat, 2 durch 2 ist 1, zum Quadrat ist immer noch 1. Wir müssen also f von x gleich, so, x Quadrat plus 2x, bis hierhin wieder abschreiben. Jetzt einmal plus 1 rechnen und wieder minus 1 rechnen und minus 3 rechnen. Ja, und jetzt haben wir es auch eigentlich schon. Das ist dann erste binomische Formel, weil wir haben nur plus. Und zwar x plus 1 zum Quadrat, minus 1, minus 3 sind minus 4. Schon habt ihr es. Machen wir hier nochmal. Also, als erstes b bestimmen. Die 4 hier vor dem x ist unser b. 4 durch 2 sind 2, zum Quadrat sind 4. Jetzt wieder bis hierhin alles aufschreiben. Also f von x gleich x Quadrat minus 4x. So, jetzt plus 4, minus 4 und plus 5. Und hier haben wir jetzt die, Achtung, diesmal zweite binomische Formel, weil wir haben hier ein Minus stehen. Das ist dann x minus 2 zum Quadrat. Und dann minus 4 plus 5 sind plus 1. Schon habt ihr es. So, jetzt noch zwei schwierigere Beispiele. Wir starten mit dem hier. Warum ist das schwieriger? Weil wir jetzt vor dem x² noch irgendwas stehen haben. Und zwar ein Minus. Oder anders gesagt ein minus 1. Wir müssen jetzt hier den Faktor vor dem x² ausklammern aus dem Ganzen hier. Wir müssen also überall eine minus 1 rausziehen. Dann haben wir hier minus 1 mal, so, x² bleibt stehen. Hier eine minus 1 rausgezogen. Da haben wir dann plus 6x. Und hier haben wir dann minus 4. Könnt ihr gerne mal nachrechnen. So, was ist unser b? Ja, ab hier ist wieder ganz einfach. Zahl vor dem x ist unser b. Also 6 halbe sind 3, zum Quadrat sind 9. Und jetzt können wir einfach minus 1 mal in der Klammer auch wieder alles aufschreiben bis zu diesem x hier. Und jetzt einmal die 9 hinzufügen. Einmal die 9 abziehen und die minus 4 noch draufrechnen. Jetzt muss ich hier wieder runtergehen. Also, wir haben minus 1 mal, jetzt können wir hier super schön die erste binomische Formel nutzen. Dann haben wir da x plus 3. Denkt ja dran, die hintere Zahl ist die Wurzel hier draus oder der Wert geteilt durch 2, also hier 3 zum Quadrat. Und minus 9 minus 14 sind minus 13. Und jetzt machen wir hier noch Folgendes. Wir müssen noch die minus 1 wieder auf diese ganze Klammer beziehen. Dann haben wir hier minus 1 mal, oder einfach nur minus, x plus 3 zum Quadrat. Und minus 1 mal minus 13 sind minus mal minus, ergibt plus 13. Schon haben wir es hier. Wir gehen rüber zum nächsten Beispiel. Auch hier haben wir vorm x Quadrat wieder einen Faktor stehen. Den müssen wir hier überall ausklammern. Wir müssen also schreiben 3 mal x Quadrat. Hier 3 rausgezogen sind dann minus 4x und minus 6, da eine 3 rausgezogen sind, ups, minus 2. So, jetzt wieder die Zahl vor dem x ist unser b. Also 4 halbe sind 2, zum Quadrat sind 4. Und dann können wir wieder alles aufschreiben bis zu diesem x hier. Einmal plus 4, einmal minus 4. Und noch die minus 2, die nicht vergessen. Und dann können wir das schreiben als, hier übrigens ein f von x habe ich vergessen, muss da links auch hin, lasse ich jetzt mal weg. 3 mal, Klammer auf, zweite binomische Formel wegen diesem Minus. X minus 2 zum Quadrat, minus 4 minus 2 sind minus 6. Jetzt noch das Ganze wieder ausmultiplizieren, dann haben wir hier stehen 3 mal x minus 2 zum Quadrat und 3 mal minus 6 sind minus 18. Auch das habt ihr jetzt in der Scheitelpunktform. Mega gut, wenn ihr das alles richtig lösen konntet. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann würden wir uns mega über ein Like und ein Abo von euch freuen. Und wenn ihr auf der Suche nach wirklich guter Nachhilfe in Mathe seid, schaut mal auf unserer Website vorbei.
Wir sehen uns im nächsten Video. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.